テレ東ビズ。ドイツ西部の人口3万人の小さな町、ここのガソリンスタンドでマスクの着用をめぐり客と店員が口論になった末、店員が射殺される事件が発生しました。事件は18日、マスクをせずに来店した客の男に対して20歳の男性店員が着用を求めたところ、男は一旦立ち去りました。その後男はマスクをつけ再び来店しましたが、レジでマスクを外したため店員が再び注意したところ、レボルバーを取り出し店員の頭を撃ったということです。男は翌日警察署に出頭し逮捕されたということですが、警察の取り調べに対し、新型コロナウイルスの感染拡大による規制で自身の権利を侵害され追い詰められていると感じていたと供述しているということです。Sicher hat ihn ein Mensch umgebracht, aber wegen einer Maske. Wegen dieser Maske, die er, dieser Kunde, nicht aufziehen wollte. Und dass er sich in eine Ecke gedrängt gefühlt hat, Entschuldigung, dafür fehlt es für mich also an Verständnis. Weil ich habe die Maske auch. Ich habe auch meine Einschränkung. Jeder hat seine Einschränkung. Aber die Mehrheit hält sich ja dran. Nur diese Dingens da. Es geht ja nicht darum, dass die Maske das nicht verursacht hat. Es geht darum, für mich ist das ein Zeichen. Also wir sollten uns wirklich jetzt mal ernsthaft Gedanken machen.